Okay, so, schauen wir mal weiter. Ob das jetzt wirklich hier alles gechillt ist oder ob ich jetzt. Och nee, ist nicht deren Ernst, oder? Die wollen jetzt nicht, dass ich da jetzt auch nochmal reingehe. Ja, habe ich jetzt was verpasst oder muss ich hier rein? Also war jetzt hinter mir nichts mehr, oder wie? Das glaube ich aber irgendwie nicht so ganz. Da war doch einmal dieser komische. Das sah aus wie ein Schrein. Das hätte ich mir jetzt eigentlich schon ganz gerne nochmal angeguckt. Ich kann ja nicht einfach nur an der Seite entlang gehen, bis ich dort bin und dann alles andere ignorieren. Oh, diese Glühwürmchen sind doch nice. Aber die Frage ist, was zum Teufel hatte ich da gesehen? Das scheint ja hier etwas größer zu sein. Wow. Auf die Silberader verzichte ich jetzt. Okay, das ist definitiv eine. Oh, nee, warte mal, da sind wir richtig. Ha, hat sich gelohnt, hat sich gelohnt. Willkommen, Initiat. Dies ist der Wegschrein der Sicht. Seid ihr bereit, die Mantren von Aureel zu ehren und seine Erleuchtung zu empfangen? Ja, Dann komm, laber nicht. empfangt Aureels Geschenk, mein Kind. Möge es eure Reise zum Allerheiligsten beschleunigen. Klar. Coole Sache. Der soll mal kurz machen. Ich hole mir dabei da hinten mal die Blüten. Weil die sind mir. Sehen mir sehr wertvoll aus. Ich krieg euch alle. So. Dann holen wir mal Nummer 2. Und wo soll ich da lang? Ne, da soll ich wieder ganz zurück. Schwarzfallpassage, da möchte ich natürlich nicht hin. So, jetzt haben wir Nummer 2. Also wäre es wohl doch ratsam, wenn ich mich hier noch ein bisschen umgucke. Einfach drin gehen oder in eine Höhle, nur weg von hier. Also ich gehe mal davon aus, dass zwei noch hier sind und einer ist nochmal drinnen. Also da, wo ich das Ding gefunden habe, wo es weitergeht. Das sind jetzt mal so meine Tipps. Das sah jetzt verdächtig nach Weg aus. Oh, wow, warte mal. Gold. Golderzader ist klasse. Bei Gold halte ich auf jeden Fall an. Also mal sehen, ob ich recht habe. Also laut Kompass zumindest sollte ich zwei noch draußen finden. Würde sogar hinhauen, oder? Zwei draußen, der letzte drinnen. Das könnte doch hinhauen irgendwie. So, aber hier sehe ich jetzt keine Wege. Hier waren wir jetzt aber schon, oder? Ne, hier waren wir noch nicht. Okay, dann sind wir korrekt. Gefällt mir. Dann könnte ja hier gleich was kommen. Ich wollte gerade sagen, interessant finde ich ja, dass wir keine Gegner hier haben, aber das hat sich gerade eben irgendwie erledigt. Ist ja eklig. Eine riesige Frostspinne hangelt sich runter. Oh Gott, da wird einem ja schlecht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Dann kommen ja auch noch kleine, die dir blöd kommen wollen. Sehe ich leider nicht ein. Na, wo ist die letzte, die abgehauen? Wow. Wow, wo zum. Wow. Okay. Was für eine kranke Kacke ist denn das hier? Krass. Scheiße, Mann, wir sind ja wirklich vollkommen. Wie cool ist denn das bitte? Lauter gefrorenes Eis. So, und da hinten scheint ja noch so ein Schrein zu sein. Und dann ist da hinten noch einer. Das trifft sich irgendwie ganz gut. Also verkehrt kann ich ja schon mal nicht sein. Geil. Taugt mir endkrass gerade. Da kann man sogar über die Spinnen hinwegsehen. Da ist wieder einer. Also richtig bin ich auf jeden Fall.
So, mach mal auf hier. Ihr seid am Wegschein des Lernens angekommen, Initiat. Seid ihr bereit, die Mantren von Auriel zu... Ja. Auriel segne euch, mein Kind. Denn ja, ja, gesegnet seist du und wir und wir alle. Das ist halt schon krass. Hier fließt, da ist gefroren. Das ist eine verkorkste Gegend hier. So, hol mal den Schrein hoch. Wunderbar, Nummer 3. Auch hier geht's zurück. Ach, hier geht's ja überall zurück. Nee, was ist denn der Schrein der Vision? Egal, möchte ich gar nicht wissen. Ich möchte es gar nicht wissen. Warum schleichst du denn? Hier ist doch voll chillig. Ist nichts los. Es sieht halt einfach mega geil aus. Richtig schön beeindruckend. Boah, muss aber auch ganz schön kalt sein. So ein bisschen. So, und hier hinten müsste wahrscheinlich da oben irgendwo. Wie wäre es, wenn ich mich mal hier um diesen komischen Frostriesen kümmere? Was zum Teufel ist denn ein Frostriese? Ach du Scheiße. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn der mal ausholt, glaube ich, habe ich ein Problem. Serana? Hast du Interesse, dich zu beteiligen? Na, warte mal, das machen wir ganz einfach. Have fun! Ja, das kann man wirklich Herausforderer nennen. Jetzt sind wir zu dritt, wir werden den jetzt wohl packen, ey. Ein Frostriese. Nein, bring ihn nicht um. Ha! Natürlich konnte es nicht anders enden. Was ist denn das? Amethyst-Glanzstück WTF? Okay. Ist ja abgefahren. Puh. So, jetzt muss ich dann... Also laut Karte bin ich ja hier dann wirklich jetzt... Ja, ich bin zumindest gleich da. Das ist echt krass. Was wir hier für einen Weg bestreiten. Ja, und... Ah, da oben ist es. Hier gibt es wieder Vögel zwitschern und fließendes Wasser. Ja, mein Lieber, da musst du laufen. Das ist anstrengend, auch bei der Kälte, ich weiß. Okay, was geht da hinten ab? Da sehe ich sogar jemanden rumlungern. Mehrere. Ich gehe mal davon aus, dass ich dem Weg folgen muss. Ich dachte schon, da steht jemand, aber es sind nur diese Lappen, die in der Gegend rumfetzen. Haha. Ihr seid am Wegschrein der Entschlossenheit. Ja. Dann geht voran, mein Kind. Möge der Reichtum von Auriel eure Entschlossenheit auf eurer Reise zum Allerheiligsten stärken. Ja, das will ich doch morfen. Dann fehlt nämlich nur noch einer und dann ist die Sache hier hoffentlich gegessen. Dann töte ich diesen einen Knaben da. Den Bruder finde ich auch noch ziemlich krass eigentlich. Und dann ist die Sache hier gelaufen. Öffnen sich immer mehr Tore, also ich nehme mal an, dass du da wahrscheinlich ein bisschen switchen kannst, oder? Schrein der Leere, Schrein der Vision. Ja, genau, da kann ich mich zurück teleportieren lassen. Ich weiß nicht, wie ihr das ertragen könnt. Das geht eigentlich schon. Jetzt muss ich ja nur noch den letzten finden und der wird bestimmt hier hinten irgendwo sein. Da vertraue ich jetzt einfach mal unserem Kompass. Es geht da hinten ab. Hier liegt einer so rum. Das Ding da hinten, dann macht mir jetzt gerade ein bisschen stutzig.
Hier ist alles gefroren. Hier, warum ist da so ein einzelner... Ich hab's fast Wie bitte? Ich wollte gerade sagen, ist hier ein Schrei? Ja, hier ist wirklich ein Schrei. Aber zwei Drachen finde ich jetzt eher uncool. Ach, verschwindet sogar wieder ins Wasser. Die verschwinden ja beide. Magika-Lebenskraft entziehen. Ist jetzt auch nicht so geil. Ja, kann jetzt hier mal einer Oh. Die haben ja sogar Namen. Oh, ich glaube, ich werde mal hier meinen Kollegen rufen. Der darf hier ein bisschen mitkämpfen. Einmal mit zwei Drachen legen. Alter, die machen ja hier vor allem neue Löcher rein. Genau, unser Rana dürfte eigentlich auch mal mitmachen. Ah, hier ist unser... Nee, das ist der andere. Der Boss irgendwas? Alter, fick die Oma. Was geht hier ab? Ah, das ist unsere Chance. Zumindest mal einen unten zu halten, wäre eine Maßnahme. Jetzt muss ich aufpassen, nicht, dass ich verrecke. Oh, ich habe gar nichts ausgerüstet, wie ich gerade sehe, an Heiltränken. Das heißt... Erstmal der, dann der. Habe ich noch irgendwas öfters da? Kleine Heilung. Na toll. Nee, größte Heilung. Kommt mal hier hin. So, der bleibt auf jeden Fall mal unten. Oh, der ist down. Sehr gut. Schuppen. Jo. Und um dich kümmern wir uns jetzt. Ist das jetzt hier der Bossfight vor dem letzten Ding quasi? Soll das sowas in der Art darstellen? Oh nein, gib mir den Pfeil wieder. Okay, der landet natürlich direkt neben mir. Eieieiei. Wollte eigentlich nur davon weg, dass ich nicht, dass der mich jetzt killt. Jawohl, jetzt bleibt er unten. Aber eigentlich geht's mir gerade sogar ganz gut. Und down. Puh. Noch einer erledigt. Alter Verwalter. Beschlagene kaiserliche Rüstung brauche ich nicht. Wo ist jetzt hier unsere Kollegin? Ne, ich würde ganz gerne mal mit Serana sprechen. Was gibt es? Erst vertauschen wir. Das sind nicht alles Dinge, die ihr nicht gebrauchen könnt. Ja, genau. So in etwa. Das sind vor allem die ganzen Schuppen, die mir einfach nur mega krass im Weg umgehen. Im Übrigen, irgendwie ironisch, dass wir diesen Priestern helfen, oder? Ich glaube, es wäre ihnen ziemlich egal, was ein paar Vampire mit Auriels Bogen anstellen würden. Sie konzentrieren sich hauptsächlich auf die Vergangenheit. Wenn wir nur diesen Virtu aus dem Allerheiligsten herausbekommen, glaube ich, dass sie ihn uns mit Freuden geben werden. Naja, ich weiß ja nicht. Irgendwie finde ich die ganze Kiste hier schon noch ziemlich abgefahren. Und ich weiß auch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Naja, machen wir einfach mal weiter. Schauen wir mal, dass wir jetzt zu dem letzten Teil kommen. Die Frage ist nur, wie kommen wir da jetzt hoch? Ich hoffe, ich finde jetzt hier irgendeinen Weg. Das sieht ein bisschen steil aus, aber eventuell könnte ich da hochhopseln. Irgendwie, immerhin bin ich ein Khajiit und ich muss das können. Na, jetzt schauen wir mal. So, ja, du kannst ruhig mal hier ein bisschen mitarbeiten, dann würde das ein bisschen schneller gehen. Aber nö, warum denn? So, jetzt schauen wir mal, ob wir da hochkommen. Geht schon mal gut los. Ich finde nicht mal den Anhaltspunkt. Hier müsste ich erstmal rauf. Ja, das sieht doch mal... Komm. Na, komm. Kannst du mich nicht mal schieben? Ach du Kacke. Oh, wie komme ich denn da jetzt am günstigsten rauf? Also wie es aussieht, wirklich gar nicht. Oder hier vielleicht.
auch keinen Punkt gerade benutzen, gell? Das ist bestimmt zu steil. Man sieht schon hier die Linie, das bedeutet, es ist zu steil, das geht nicht mehr. Das geht nicht mehr, also muss es einen anderen Weg geben.